Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Morgenroutine steht an, beziehungsweise meine Morgenroutine, eure Mittagsroutine oder wann auch immer ihr dieses Blutpunkte-Video schaut. Und ja, bald hat der ganze Spuk hier natürlich ein Ende, denn heute steht der letzte Tag des Events an. Dementsprechend kann ich heute hier nochmal ein paar Torten geiern und danach hat es sich dann erledigt. Also, an alle Leute, die Blutpunkte so sehr lieben, leider, leider werden wir uns bald nicht mehr täglich hier zum Blutpunkte ausgeben sehen. Gehe ich mal von aus, mal gucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wirklich sehr, sehr viele Leute inzwischen richtig viele Torten gesammelt haben und wir auch in den nächsten Tagen oder Wochen, je nachdem, bestimmt auch noch viele Matches finden werden, wo Leute ihre Torten wegwerfen, oder was ist wegwerfen, wo viele Leute ihre Torten halt benutzen. Und wir bestimmt auch im SWF noch einige interessante Tage zusammen verbringen werden. Also ich für meinen Teil habe auf jeden Fall richtig viele Torten noch am Start, die ich natürlich hier weiterhin dann auch mit der Community teilen werde. Ich glaube, es sind über 200 allein auf den Survivern. Hab halt immer mal wieder ja viele ausgegeben, immer mal wieder neue bekommen. Und ich gehe mal hier hin, dann kann er da unten ran. Ah ja, wir sind jetzt übrigens schon auf Prestige 3. Das bedeutet, der Detective ist jetzt schon ziemlich weit gekommen hier während des Events. Und wir müssen auch ein bisschen zusehen, dass wir interessante Sachen auch einsammeln. Also, ich habe gerade gemerkt, dass ich so ein bisschen darauf gegangen bin, was ist am günstigsten. Das können wir eigentlich jetzt sein lassen. Und können uns jetzt auch ein bisschen anschauen, was wollen wir überhaupt haben, was gefällt uns. Also auch ein paar coole Sachen einsammeln. Auch wenn wir jetzt ja gerade Cheryl schon hochgelevelt haben und die noch gar nicht gespielt haben. Die muss dann ja auch noch mal wieder leer gespielt werden erst. Also, ich glaube, das schaffe ich alles gar nicht mehr. Also inzwischen haben wir so viele Charaktere hochgelevelt, die wir noch gar nicht leer spielen konnten in der Zeit, dass wir wahrscheinlich einfach, das ist so eine Lebensaufgabe quasi. Also, die ganzen Items und so weiter, die kriege ich gar nicht mehr weggespielt, ey. Kann ich jede Runde eigentlich irgendwie ein Item mitnehmen. Und wenn es auch nur ein schlechtes ist und die werden wahrscheinlich so schnell gar nicht leer werden, wie wir schon wieder den nächsten Charakter hochgelevelt haben, dann irgendwann. Naja, gut. Also, während des Events könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so getrieben habt, was bei euch so mit den ganzen Blutpunkten passiert ist. Ich kann gleich ja nochmal hier mit euch zum Ende. Ich glaube, ich nehme das mal mit. Da hat man immerhin, hat man halt quasi nochmal einen gratis Schlüssel. Gehen wir da oben natürlich lang. Können wir gleich mal so ein bisschen resümieren, was wir gemacht haben hier. Beziehungsweise was jetzt in den letzten 3 Wochen an Survivern und oder so weiter gelevelt wurde, ist echt insane eigentlich. Ich habe gestern jetzt auch noch mal Quentin ein bisschen gelevelt. Frag mich nicht warum. Er war halt einfach da und irgendwo mussten die Blutpunkte hin. Es ist einfach so, es gab einfach so viele Blutpunkte. Man wusste schon gar nicht mehr wohin. Ich habe irgendwie so viele Survivor gleichzeitig gelevelt und die hatten alle so viele Torten noch, die ich dann natürlich auch nicht wasten wollte. 1, 2, 1, 2. Dann müsste ich mir das da holen. Also ich muss mir sowieso 3 Sachen holen. Dann heißt es für mich eigentlich, dass ich genauso gut hier dicht machen könnte und er sich hier das Map Offering holt. Dann kommen wir ein bisschen günstiger weg und dann haben wir kein Map Offering. Haha, und das ist ja das Wichtigste, ne? Bloß kein Map Offering einsammeln. Was sollen die Nachbarn von mir denken? Du startest da unten. Auch dort haben wir wieder ein Map Offering rumlungern. Taschenlampe oder Glück. Sogar die Taschenlampe besser. Ach ja, so langsam kannst du mir gerne auch noch mal hier ein paar Törtchen geben. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht nachher dann noch mal die Gelegenheit nutze und jeden Survivor noch mal ein Item hole. Also, warte, ich kann es euch mal zeigen, was ich meine. Wir haben ja zum Beispiel hier, ne, Dwight ist fertig. Ob ich Dwight einfach hier noch dieses Item hole, damit ich ein neues Blutnetz bekomme. Wo dann ja auch wieder nochmal Torten drin sind, wenn wir Glück haben. Das wäre so die Überlegung.
niemand weiß, was hier drin ist. Deswegen gehen wir mal hier lang. Okay, irgendeine komische Flüssigkeit. Ah, die hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ein Stempel. Hole ich mir mal das Map. Das Map Offering. Das lange neue Teil können wir uns holen. Das Blutpunkte Offering. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber ja, vielleicht mache ich das gleich. Ich werde ja nochmal jetzt eine Runde spielen. Und wenn ich die Runde gespielt habe, habe ich auch wieder noch ein paar Blutpunkte mehr auf dem Konto. Vielleicht nutze ich die dann einfach, dass ich jeden Survivor, der schon fertig ist, nochmal ein Level gebe. Damit ich mir dort dann die Dingens geiern kann. Oh nice, er geht hier lang. Dann holen wir uns auf jeden Fall das hier. Dann haben wir nochmal ein paar Törtchen so auf Tasche. Ich meine, meistens gibt es ja mindestens eins auf den höheren Blutnetzen. Also meistens, ist natürlich auch nicht garantiert, ich weiß, aber... Zell 3, der startet hier. Zack, 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 zack. Dann fällt das weg. Wenn ich hier hingehe, geht er leider nicht mehr dahin. Das ist schade drum. Kann man wohl oder übel aber leider nicht ändern. Wenn wir hier hingehen, wenn ich jetzt hier hingehe, dann holt er sich das andere auch nicht. Ja, schade. Müssen wir uns beides holen. Naja. Ja, der Detective, ihr habt es hier schon gesehen übrigens, ne, so sieht er im Blutig aus. Hat sich ein bisschen eingesaut. Passt dann auch zu Amanda, mit der er ja hier den Weg ins Spiel gefunden hat. Ja, leider schafft er das hier nicht mehr. Und schwarze Schlösser, jo, kann man mal mitnehmen. Kann man die Luke finden. Und die Luke... Obwohl, eigentlich brauche ich es gar nicht. Die Luke finde ich ja so oder so. Hier haben wir nochmal ein Event-Item. Ja, komm. Wir sammeln es mal ein. Dann haben wir noch ein paar Event-Items. Auch viele Event-Items konnte ich verschenken. Jetzt, während wir die ganze Zeit gemeinsam gespielt haben, weil ich halt so viel prestigiert habe, dass wir sowieso weggefallen wären, konnte ich immerhin so ein bisschen mal hier auch ein paar Leute supporten. Sonst haben meistens die Leute mir immer für die Sammlung von Mac nochmal ein paar Items überlassen. Killer-Eigentum, warum nicht? Also Killer-Eigentum finde ich ganz geil, die Dinge singen zu können. Die... Insta-Heal, ja, nein. Weißt du, wenn ich mir jetzt das holen würde, ja, wusste ich es doch. Ich wusste es doch. Wenn ich mir jetzt das Map-Offering extra geholt hätte, hätte er mich ausgelacht, nämlich wieder, ne? Naja. Zack, da oben geht's hin. Hatte erst überlegt, für die Sammlung für Mac jetzt auch nochmal ein bisschen Mac zu leveln, habe ich dann aber tatsächlich sein lassen. Weil ich mir dachte, komm, ich level lieber erstmal die ganzen anderen Chars hier, dann haben wir wieder noch mehr Abwechslung im Randomizer. Und hat ja auch geklappt. Cheryl ist komplett fertig geworden. Wo gehen wir hin? Plünderspürsinn hätten wir da unten. Ja, warum nicht? Aber die Ausbeute an Törtchen ist hier ganz schön gering, muss ich ja mal hier anmerken. Auf den unteren Leveln hier. Die soll mal hier mir ein bisschen was gönnen. Ja, dankeschön. Ja, ey, guck mal, man muss sich immer erst beschweren, damit hier mal was passiert, ne? Mann, Mann, Mann. Ich guck natürlich auch nochmal hier rein, ob wir hier nochmal... Schade, 100% Offering hätte sich dort ja auch ebenfalls verstecken können. So, ich hol mir das Glück, damit er da oben hingehen muss. Und dann holen wir uns das hier. Wir sind auch schon wieder auf Level 36. Das werden aber wahrscheinlich jetzt die letzten Blutpunkte werden, die der Detective hier... von mir vorerst bekommt. Ihr wisst ja, die Pyramide soll jetzt ja auch als nächstes hochgelevelt werden. Die haben wir jetzt so ein bisschen vor uns hergeschoben, damit sie während des Events halt nicht irgendwie voll gepumpt mit Blutpunkten ist und wir dann danach erstmal wochenlang den Pyramidenkopf spielen müssen. Ich meine, so ein paar habe ich jetzt natürlich auch, weil ich habe ein bisschen Blutpunkte reingegeben. Ich hatte da ja irgendwie noch die naive Hoffnung, dass ich weiß, wohin mit den Blutpunkten. Aber, ja. Das hat sich dann im Laufe des Events dann so ein bisschen gewandelt. Okay, nice, schön. Nehmen wir uns das hier. Den grünen Werkzeugkoffer. Können wir uns auch nochmal holen. Und wir sind auf Level 39. Das heißt jetzt gleich, bekommen wir auch nochmal ein paar mehr Fähigkeiten. Wenn du hier lang gehst, fällt ein bisschen was weg. Ja, komm, nagelneues Teil, warum nicht? Man muss sich ja auch mal was gönnen. Angeblich. 98k. Zwei Level vielleicht noch, wenn wir gut haushalten. Oh, guck mal hier. Das ist doch mal ein schönes Ding. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Huni und einen 25er da drüben noch. Er startet dort. Ja, die Fähigkeiten haben jetzt wohl Vorrang, würde ich mal sagen. Neues Map Offering.
48er Wallhack. Oder was heißt Wallhack? 48er Bindungs-Addon. Kann man auch mal einsammeln. Wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat. Achso, jetzt ist natürlich die Frage, wo startet der denn jetzt dort? Okay. Dann müssen wir hier dicht machen. Er holt sich so ein bisschen was von diesen ganzen Billigsachen da ab. Ist jetzt halt so. Und 8700, na siehst du wohl, haben wir noch zwei Level voll gemacht. Und das hier wird dann wohl vorerst das letzte Level sein. Was der gute Detective abbekommt. Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Ich gehe mal hier. So, und dann können wir uns hier beim nächsten Mal Tanz mit mir holen. Und wir haben jetzt hier immer, oh ja, doch, immerhin 20 von den Torten nochmal bekommen. Ja, wir können uns mal einen kleinen Überblick verschaffen, Leute. Also, was ist während des Events passiert? Ich glaube, es fing mit Ace an. Da mussten wir erstmal die ganzen Survivor halt noch leveln. Das heißt, Ace, Fang, jetzt Quentin gestern auch mal auf Level 50 gebracht. Der Detective ist von Level 40 ohne Prestige auf Level 42, Prestige 3 hoch. Dann Kate, Adam sind soweit auch fertig gelevelt. Jeff wurde, glaube ich, auch ein bisschen, ja, am Ende des Events noch ein bisschen hoch gelevelt. Also Jeff ist auf jeden Fall, meine Güte, was mache ich denn hier jetzt? Wo wollte ich hin? Hier wollte ich hin. Jeff ist auf jeden Fall, ja, die letzten Level auch nochmal so ein bisschen gelevelt worden. Jane wurde komplettiert. Ace ist auf Prestige 1 Level 50 hochgekommen. Dann, die drei wurden natürlich fertig gemacht. Serena wurde von Level 40 auf Level 50 hochgepusht. Und Cheryl wurde von Level 40 auf Level 50 Prestige 3 mit sämtlichen Perks hochgepusht. Ist auf jeden Fall auch hier bei mir die Rekordhalterin, was die Torten angeht. Weil ich dann ja auch aufgehört habe und immer mit ihr auch schon ein bisschen gespielt habe. Also 101 Torten hat sie noch. Das ist auf jeden Fall meine Ansage. Das heißt, im SWF werde ich auf jeden Fall ein bisschen häufiger mal mit Cheryl unterwegs sein. Ein paar Torten wurden schon verballert. Also ich habe keine Ahnung, wie viel sie insgesamt gehabt hat. Ist auf jeden Fall bei den Survivors die Rekordhalterin. Und ja, bei den Killern ist nicht so viel passiert. Die Killer wurden alle halt wieder perfekt gemacht. Ne? Das heißt, die haben hier jetzt auch, ich glaube, jeder einzelne von denen müsste genau Torten haben. Ist halt immer die Frage 10, 9, 7, 11. Na gut, das ist schon mal eine Ansage. Das waren jetzt irgendwie auch schon wieder 37, wenn ich das gerade mal schnell richtig überschlagen habe. Also wir haben auch auf den Killern hier einiges an Torten. Brauchen wir uns jetzt nicht anschauen, wie viele genau. Was wird als nächstes gemacht? Pyramidenkopf, Prestige 3, Level 50 mit sämtlichen Perks. Das wäre das nächste Projekt, was wir uns vornehmen. Das bedeutet, die Blutpunkte, die wir jetzt dann so in nächster Zeit bekommen werden, die fließen in ihn rein. Ihr seht auch hier 4 Torten. Das heißt, ich muss auf jeden Fall sowieso schon mal einen Stream wahrscheinlich mit ihm hier anfangen, damit wir hier dann die ganzen Dinger wegbekommen. Plan für heute. Ich werde jetzt noch Runde aufnehmen natürlich. Und ich glaube, dann haue ich danach die Blutpunkte zumindest nochmal. Das mache ich dann aber offscreen einfach. Ich glaube, ich werde jeden Killer und jeden Survivor nochmal ein zusätzliches Blutnetz spendieren. Die fertig sind zumindest. Ne? Hier in dem Fall Dwight. Zack, kriegt hier das Tuch der Bindung. Da kommt nochmal ein neues Blutnetz. Da sind dann auch nochmal ein paar Torten drin, die ich mir dann einfach so auf Tasche halten kann. Quasi ist, glaube ich, nochmal dann der einfachste Weg, um sich ein bisschen was safe zu machen. Heute Abend kein Stream, Leute. Ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr im Stream am Start gewesen seid, die Tage. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns im nächsten Video wieder oder halt im nächsten Stream, der da wäre morgen. Macht's gut, Leute. Danke für die Aufmerksamkeit. Und ich bin gespannt, was ihr so während des Events alles geschafft habt. Ich glaube, also so viele Blutpunkte in so kurzer Zeit habe ich auf jeden Fall noch nicht bisher bekommen. Ziemlich geiles Event. Danke an die Supporter, ne? Hier Melanie, Tossi, Packard. Danke für den krassen Support. Ich bin raus. Haut rein. Tschüss.